Hallo, ich bin Jöran Musmeerholz und Gastgeber der OER-Camps. Und wir werden im Oktober ein OER-Camp als Barcamp hier in Berlin machen. Das ist die Location. Das heißt, es ist nicht im Internet, sondern tatsächlich in Real Life mit Treffen, aber auch mit Abstand. In dem Video wollen wir euch die Location zeigen und ein bisschen aus der Planung berichten, denn ein Barcamp mit Abstand zu organisieren ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht zuerst denkt. Man muss an ein paar Sachen mehr denken und die Überlegungen wollen wir mit euch teilen. Erstmal kurz zur Einordnung. Also Berliner Stadtmission, das ist der Ort. Im Untertitel steht schon Zentrum am Hauptbahnhof. Und wenn man jetzt schwenkt, Christine, unsere Kamerafrau, schwenkt einmal nach hinten. Man sieht zwar nur Häuser, aber das ist immerhin dann schon die Richtung, in der der Berliner Hauptbahnhof liegt. Und zwar Luftlinie, würde ich sagen, keine 300 Meter. Also ich glaube, wir sind 5 Minuten hierher gelaufen. Davon haben wir 2 Minuten an der Ampel gestanden. Mittendrin im Leben, ein sehr sozial engagierter Ort, hier ist ziemlich viel los, es passt total gut zu den OER-Camps. Ich freue mich total auf den Ort und die Veranstaltung. Wir gehen mal rein. Die Berliner Stadtmission hat einen Festsaal, steht auch groß über der Tür, ich hoffe man sieht das. Und das wird unser Plenum sein bei der Veranstaltung, wo wir also die Sessionplanung machen, einen Auftakt, einen gemeinsamen Abschluss etc. Und es gibt natürlich viele Sessionräume, auf die wir uns verteilen können. Wir bleiben mal kurz hier stehen für einen Zwischenstopp. Das ist das Foyer. Hier gibt es dann typischerweise sowas wie Tagungsregistrierung, Unterlagen. Beim Barcamp dann vielleicht eine Station für die Namensschilder. Das ist schon das Erste, was wir so ein bisschen in Frage stellen. Machen wir eine Station für die Namensschilder? Machen wir mehrere Stationen? Oder machen wir zum Beispiel es so, dass ein Namensschild an jedem Platz ausliegt? Jeweils mit einem Stift, sodass es schon da keine Möglichkeit gibt, sich zu stauen an einer Namensschildstation. Das nur so als kleiner Ausschnitt aus den Überlegungen, wie man einen Barcamp mit Abstand organisiert. Wir gehen mal weiter rein. Gleich geht's hier rechts. Und das ist dann unser Foyer. Wir kommen vom Foyer in das Plenum. So, das ist das Plenum. Und ich hoffe, man sieht das im Video schon halbwegs, das ist wirklich großer Raum. Hier passen zu Nicht-Corona-Zeiten sowas wie 250 Leute locker rein. Und wir wollen es jetzt mit entsprechendem Abstand mit 75 Leuten maximal machen. Der Ort ist gut dafür geeignet, weil wir viel Platz haben, weil wir alle Flexibilität haben. Also wir werden wahrscheinlich die Tische rausnehmen oder an den Rand stellen, die 75 Stühle frei im Raum hinstellen, sodass man Abstand haben kann. Und entsprechend dann mit 75 Leuten hier mit Abstand arbeiten können. Bisher, Stand 5. August, das ist heute, überlegen wir auch mit Masken auch hier drin zu arbeiten. Wer bei einem Barcamp schon mal war, kennt das. Das ist am Barcamp, wie soll ich sagen, man hat gar nicht so viel Zeit gemeinsam im Plenum. Man macht da den Auftakt und den Abschluss, man macht die Sessionplanung, das ist eigentlich die längste Zeit gemeinsam im Plenum. Und länger als eine Dreiviertelstunde ist man da eigentlich nicht zusammen. Eine zweite gute Eigenschaft von diesem Raum ist hier die linke Seite. Die ist nämlich nicht nur schön hell, wollen wir nochmal hingehen. Da sind ganz, ganz viele Türen und Fenster, die man aufmachen kann. Und wir haben ja das OER-Camp Anfang Oktober. Das heißt, wir können auch noch Glück haben mit dem Wetter. Selbst wenn wir es so mittelgut haben mit dem Wetter, kann man draußen sitzen mit Schirmen und so weiter. Und man kann halt auch während der Veranstaltung hier ständig durchlüften. Hier oben sind Fenster, hier sind die Türen etc. So, dass wir den Raum, wie soll man sagen, mit viel Abstand und frischer Luft füllen können. Was kann ich noch erzählen? Es gibt natürlich Sessionräume bei einem Barcamp. Eine der wichtigen Sachen ist, die Menschen sich auf viele kleinere Räume verteilen können. Die sind in einem extra Gebäude, da muss man so einmal über einen Hof laufen. Und da drüben gibt es noch ein extra Haus, das ist das Gästehaus. Da gibt es Sessionräume und auch Übernachtungsräume. Man kann, muss aber bei diesem OER-Camp hier nicht an der Location übernachten. Es gibt rundherum auch viele Hotels, die ein bisschen teurer sind, kann man sich vorstellen, direkt am Berliner Hauptbahnhof. Aber man kann sich auch direkt im Gästehaus der Berliner Stadtmission einmieten. Dann hat man tatsächlich richtig wortwörtlich möglicherweise sein Zimmer mit Bett direkt neben dem Sessionraum, in dem unsere Sessions stattfinden. Wir überlegen im Moment noch, wie wir die Sessionplanung machen. Man kann sich vorstellen, das Übliche, alle sprechen in ein Mikrofon, ist abstandstechnisch vielleicht noch zu machen, aber aerosoltechnisch und mikrofontechnisch nicht optimal. Das heißt, da überlegen wir uns was Neues. Wir werden wahrscheinlich das so organisieren, dass man sich morgens schon entscheidet, in welche Session man gehen will, damit man einfach sehen kann, wenn welcher Sessionraum voll ist. Wir könnten das auch machen mit, es gibt nur so und so viele Stühle im Raum und wenn die Stühle besetzt sind, kann man nicht mehr rein. Aber da die Räume teilweise 3, 4 Stockwerke auseinander liegen, ist es vielleicht hilfreicher, wenn man einfach online sich vorher eintippt, hier, ich will die Session und die Session und die Session besuchen und dann sieht man, welche voll sind.
Soweit ein kleiner Zwischenstand aus der Organisation. Wir haben 75 Plätze. Man kann sich noch anmelden. Wir haben allerdings schon, ich glaube, 160 Anmeldungen. Ich glaube allerdings auch, dass viele Menschen sich erstmal angemeldet haben und dann möglicherweise die Anmeldung nicht wahrnehmen, weil das in Corona-Zeiten ja alles ein bisschen volatiler ist. Wir werden sehr viel mit euch, die sich angemeldet haben, im Vorfeld kommunizieren, euch immer Updates geben aus der Planung, wie genau soll das hier aussehen, werden euch vorher schon informieren, wie die Sessionplanung ablaufen wird. Wir wollen immer allen, die angemeldet sind, einen Platz haben, regelmäßig sagen, Achtung, bitte sagt uns Bescheid, wenn ihr den Platz doch nicht in Anspruch nehmt. Wir werden eine Warteliste haben, und zwar eine, die durchnummeriert ist, sodass man eine Idee hat, wie groß die Chancen sind, dass man auch einen Platz kriegt. Also wenn man einen Monat vorher auf Platz 10 ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man noch einen Platz kriegt. Wenn man auf Platz 100 ist, zwei Tage vorher, nicht so. Und versuchen damit das Beste draus zu machen, damit wir nicht nur viel beim OER-Camp über offene Bildung und Open Educational Resources lernen, sondern tatsächlich ein bisschen auch was über, wie man Barcamps in Corona-Zeiten organisieren kann. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Wenn ihr da besondere Erfahrungen schon habt, lasst uns das sehr gerne wissen über einen Kommentar oder eine Mail, kontakt@oercamp.de. Und umgekehrt versprechen wir, dass wir viel von unseren Erfahrungen teilen wollen, die wir hier machen, mit quasi How-to-OER-Camp und How-to-Barcamp in Corona-Zeiten. Meldet euch sehr gerne noch an, oercamp.de ist die Website. Danke und tschüss.